Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Galaxy on Fire 2. Ja, hier sind wir wieder auf unserer schönen Station. Wir haben immer noch dieselbe Mission. Wir müssen irgendwo da oben hin. Aber wir sind hier erst noch in dem Gebiet, was wir erst noch auskundschaften wollen. Dann fahre ich doch mal zu dem Planeten Unotok, Tech Level 2. Was hat der hier? Tech Level 7. Aha. Und der, wo ich gerade bin, Tech Level 4. Tech Level 7, da war ich schon. Da war ich auch schon. Ah, hier war ich noch nicht. Tech Level 1. Komm, da fliegen wir erstmal dahin zu dieser Station reisen. Ja. Fliegen wir erstmal zum Tech Level 1 und gucken uns da mal ein bisschen um. Juhu, I'm on my way. On my way. Aber bevor wir an die Station docken, nehmen wir Erz mit. Man kann immer nur an die Station, man kann nicht auf die Planeten fliegen. Wäre auch noch cool, oder? Das ist wahrscheinlich irgendwelches unbewohnbare Dinge oder sowas. So, Tech Level 1, Hangar. Hier gibt es ein Schiff zu kaufen. 261.000. Ein Schnäppchen. Ja, wäre aber nichts jetzt für mich. Gut, für mehr Waffen wäre gut, das wäre gut. Aber schlechte Panzerung. Ja. Aber ich will mir sowieso kein Schiff kaufen. Ich will mir ja, ich will den Kami verkaufen. Ja. Gut. Will ein bisschen loswerden. Toxid ein bisschen loswerden. Perius auch noch loswerden. So. Dann gehen wir zurück. Dann gehen wir in die Lounge. Gucken, ob es hier einen kleinen Auftrag gibt. Sind Sie ein Draufgänger? Ich habe die Koordinaten Ihrer Verstecke geschaltet. Müssen Sie aus. Ach, da, Bonus, was meinen Sie? Liegt das Einsatzgebiet? Nee. Das wird zu weit weg. Nein, danke. Lust auf eine Wette? Wer am meisten Piraten erwischt? Okay, ich sage erstmal nein. Ich gucke erstmal aus. Ich grüße Sie. Sie sind der richtige Mann für diesen Job. Ich benötige unbedingt 19 Mal blablablab. Ich zahle Ihnen. Wie wäre es mit einem Wettkampf? In Ordnung, warum nicht? Ich hoffe, Sie haben ein gutes Schiff. Wir sehen uns draußen. Jo, alles klar. Ich komme.
bin unterwegs. I'm on the way. I'm on my way. So, wo ist der Feind? Hier geht's zum Sie wagen es mich ja. Ja, Bubblenet. Komm, bring den Feind her und dann sehen wir, was Sache ist. Ja, großartig Tüdelü machen hier. Wo ist denn jetzt der Feind? Ah, da unten. Ja, komm, das kann rein. Nicht eilig zu sterben. Kann das sein? Jetzt kommt er. Den habe ich. Hier liegt noch ein Teil rum. Müsste aber echt nicht dran. Juppi, da ist es. Sammel ein. Jawohl, habe ich. So, nächstes Einsatzgebiet ist wo? Hier, 2,9 Kilometer. 1:0 für mich, jawohl. Die anderen kriegen wir auch noch. Ja. Muss wahrscheinlich erst noch mal eine Runde weiterfliegen, wenn ich hier bin. Der Runde ist wahrscheinlich schon weiter, ja. Hier geht's lang. Aber der Blaupunkt, da ist der Blaupunkt hier nochmal 4,9 Kilometer. Ich komme. Bring mir den Feind. Wie feuer ich eigentlich die Sekundärwaffe ab? Und wo ist der Feind? 2,7 Kilometer. Und da ist noch ein. Lehnen wir entspannt zurück und genießen diese schöne Grafik. Also ganz ehrlich, das wäre schon echt eine coole Sache, so mit so einem Raumschiff so durchs Weltall zu fliegen, so wie hier. Bisschen wie bei uns so ein Space Shuttle, wo man, also was ich für Jahre unterwegs ist, bis man mal auf dem Mars ist. Hier wirklich so über die Geschwindigkeit hier zu anderen Sternensystemen. Irgendwo da draußen gibt es bestimmt jetzt, egal wie, in welcher Art, warum, wieso und was die können, was die machen oder was ich was? Ja,
selbst wenn wir, wenn die Menschheit Alien entdecken würde. Ach, wir wären irgendwie so blöd und uns vermasseln. Das haben wir ja in der Geschichte schon öfters gesehen. Dass wir einfach nur zu dämlich sind. Habe ich... Wie? Noch mehr Feinde oder was? Alter Schwede, du kannst mich aber auch mal langsam gerne um hier. Ich spiele doch schon 4 zu 1. Was willst du denn da jetzt noch? Wen soll ich dann gewinnen? 20 zu 1 oder was? Toll. Ah, und noch weiter weg hier. Jo. Hätte ich das gewusst, dass das so lang Geschäft mit dir ist. Also heute machst du ganz schön Arbeit, du. Schnarschkopf. Hier sind also 7 Kilometer. Es ist ja fast Echtzeit hier. Ich finde, 7 Kilometer brauche ich auf der Autobahn genauso lang bald. Na gut, sind wir schon Weltraumkilometer. Immer noch 3, Mann. Und nachher fliege ich dann zu dem C-Paar, wenn ich schon gerade in die Richtung gucke, dann fliege ich auch gerade. Ja, komm her. Komm auf mich zu. Los, komm her. Trau dich. Jetzt endlich. Sieht so aus, als hätten sie mich besiegt. Ja, sieht so aus, als hätte ich besiegt. Das sehe ich aber auch so. War ich auf dem Planeten hier? Keine Ahnung. Ich fliege einfach mal dahin. 33 Tonnen Fracht habe ich. Spannend, was das alles ist. Hoffentlich in der Weltraumschrott. Hoffentlich bist du hier was Gescheites dabei. Ja, also ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Keine Ahnung. Oh, da vorne sind auf jeden Fall ein paar feindliche Schiffe. Da kann ich mich doch vielleicht mal ein bisschen mit einmischen. Ja, dich will ich ja nicht. Du bist so grün, Mensch. Und dann will ich den Feind haben. Ich helfe euch mal ein bisschen. Wenn ihr nichts dagegen habt. Doch, das ist der Feind. Ja, wie siehst du nur den falschen an, Oberst? Das ist jetzt der Feind. Ei, hast doch mal. Der hat mich zerbröselt. Also heute ist wirklich mein Tag. Game over. Spaß gemacht. Feuer drücken. Alles klar. Galaxy on Fire 2. Fortsetzen. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war, mit meinen 55.000. Anger. Ja, war es eine Freude. Naja. Da wirst du einmal abgeschossen, Game Over, normalerweise Tiere. Nächste Station wiederbeleben. Und hier kommt er an. Game Over. Edge, mein Freund, gearscht. Also, fliegen wir jetzt zu Undock. Ja. Wahrscheinlich eben schon. Die Station, wo ich eben auch war, wo ich den Auftrag gekriegt habe, dass sie mich abschießen. Toll.
lassen. Also, wir fliegen jetzt da rein, landen, gucken uns um, gehen zu dem anderen Stationchen hier in dem Sektor. Ich bin da von den Deppen einfach abgeschossen. Hier. Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, was ihr geraucht habt, aber es war irgendwie schlechtes Zeug. 2 Kumpel. Der Veteran. Das Handling wäre mir in dem Fall egal, aber hier 2 Hochpanzerung. Mehr. 110 Laderaum, 3 Primärwaffen, 1 Geschütze um 12 Ausrüstungsplätze, 2. Wow, was ein Haufen Zeug. Aber schön. Gut. Baupläne kann man übrigens auch bekommen. Gucken nochmal die Lounge rein. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, du kannst. Können Sie mir helfen? Zufällig 16 Mal. Ich würde. Nee. Nein. Ich grüße Sie. Bitte ohne Umwege dorthin, kommen Sie ihm zur Hilfe. Nee. Ich wollte nochmal gucken, ob hier einer einen Bauplan verkauft. So, Karte. Also, wo war ich hier noch nicht? Da. Dann fliege ich jetzt dahin. Ja. Möchte ich. Da wird auch keine Erz mehr abgebaut, da geht es jetzt nur rein, die Station, ein bisschen umgucken. Und dann reicht's für heute. Mann. War hier hoch aufgeregt. Da sind schon wieder irgendwelche Deppen. Da ist schon wieder einer der mich hier. Was gibt's hier? Oh, die haben viele Schiffe. Und die haben sogar ein paar, die ich mir leisten kann. Aber was hat denn der gehabt? Ach ja, so eine Waffe habe ich dem abgeluchst. Die haben sogar ein paar Schiffe, die ich mir leisten kann. Guck mir hier, Hector. Würde mich noch 8000 kosten. Also wenn ich meins verkaufe, ist das, was ich noch bezahlen muss. Kann der was? Nö. Der hat mehr Ausrüstung, besseres Handling, weniger Panzerung, weniger Laderaum. Ja, ist halt ein leichter. Ja. Wie sieht es denn mit dem hier aus? 45.000. Mehr Panzerung, mehr Laderaum, eine Primärwaffe, 2 Sekundärwaffen, ein Geschützturm, 6 Ausrüstungsplätze mehr. Hm. Ja, aber Primärwaffen weniger, Sekundärwaffen mehr. Ich stehe ja nicht so auf Sekundärwaffen. Herrnstein, was kann der denn alles? Oh, der wäre schon eher was für mich. 180er Laderaum. Ui. 180er Laderaum, das ist mal eine Hausnummer. 350er Laderaum. Boah. Alter. Primärwaffe 0. Toll. Großer. Oh, der ist gut hier. Der gefällt mir. Schlechtes Handling. Hochwertiges Schiff. Der große Laderaum. 130er Laderaum. Alter, da kann man Erz abbauen hier. So. Aber wo Erz abbauen? Da gibt es einen besseren Extraktor hier. Aber egal. Hier, Oh, jetzt Schluss. Und Feierabend. Reicht für heute. Gute Nacht zusammen und Aloha.